Hallo Leute, Jamie hier. Heute machen wir die perfekte gebratene Lammkeule. Ich zeige euch das Vorbereiten, Braten, Ruhen und Tranchieren. Nehmt euch Zeit, damit die Keule schön saftig wird und der Geschmack sich entwickeln kann. Diese Lammkeule ist einfach wunderschön. Sie wiegt 2,4 Kilo. Es gibt viele Möglichkeiten, wie ihr das Fleisch nach euren Vorlieben würzen könnt. Heute zeige ich euch eine von mir geliebte klassische und bewährte Würzung. Dafür verwenden wir Knoblauch und Rosmarin, zwei Klassiker bei vielen Fleischsorten, und dazu nehmen wir Sardellen. Viele Leute mögen die nicht, weil sie einmal schlechte Sardellen auf einer Pizza hatten. Aber sobald die Sardellen etwas zergehen, sind sie wie ein Gewürz, ihr werdet sie nicht schmecken. Wie kommt all das nun in die Keule? Das ist recht simpel. Wir nehmen ein kleines Messer und stechen damit einfach gleichmäßig bis auf den Knochen und stecken dann unseren Finger ins Loch. Das machen wir, wie gesagt, gleichmäßig und halten dabei einen Abstand von etwa 6 cm ein. Ein kleines bisschen Olivenöl, um das Fett später schön in Gang zu bringen. Dann reiben wir das Lamm gründlich mit Salz und Pfeffer ein. Das ist schon alles, was wir an Grundwürze brauchen. Dann Knoblauch, den wollen wir in kleine und zarte Scheiben schneiden, zieht die Rosmarinblätter vom Stiel ab, weiter geht's mit den Sardellen. Wir schneiden sie der Länge nach durch und teilen sie dann in zwei. Nehmt ein bisschen Knoblauch, etwas Rosmarin und ein Stückchen Sardelle, die kommen in die Löcher. Das wird gut. Einfach rein damit, der Rest kommt in diese Bratschale. Die machen wir nämlich zu unserem Untersetzer, mit dem wir die Säfte, die beim Braten des Fleisches entstehen, auffangen werden. So machen wir die beste Bratensoße aller Zeiten. Schneidet ein oder zwei Karotten in große Stücke und legt sie in die Schale. Schneidet zwei Selleriestangen in große Stücke, die kommen ebenfalls rein. Zwei Zwiebeln, ihr könnt auch noch ein paar mehr Gewürze dazu tun, wenn ihr das wollt. Etwas Wasser kommt rein, ungefähr ein normales Glas, das wird die Bratensäfte des Lamms auffangen. Reden wir über den Bratprozess. Ganz wichtig ist, dass das Lamm nicht direkt vom kalten Kühlschrank in den warmen Ofen kommt. Durch den plötzlichen Temperatursturz wird das Fleisch nämlich zäh. Nehmt es also mindestens 1 bis 2 Stunden vor dem Zubereiten aus dem Kühlschrank. Ich möchte euch einen Tipp geben, den ich für meinen Standardofen zu Hause anwende. Heizt den Ofen auf schöne und heiße 220 Grad vor. Jetzt zeige ich euch zwei Dinge, die beide ein Gamechanger sind. Der erste Schritt ist folgender: Wir legen unsere schöne Lammkeule direkt auf das Ofengitter, und zwar auf die höchstmögliche Stufe. Die Bratschale kommt direkt darunter. Das Lamm wird jetzt schön von allen Seiten gegart, ein 360-Grad-Braten. Dabei schmilzt das Fett und tropft dann in unsere vorhin präparierte Bratschale. Ich garantiere euch, dass unser Lamm durch diese Art des Bratens viel besser schmecken wird. Zweitens werde ich, sobald der Ofen geschlossen ist, die Temperatur auf 180 Grad Celsius herunterdrehen. So wird das Lamm am Anfang kurz der extremen Hitze ausgesetzt. Danach sind es dann schöne konstante 180 Grad Celsius, bei denen das Fleisch wunderbar garen wird. Hier haben wir drei Lammkeulen. Die hier war eine Stunde und 10 Minuten im Ofen. Die Innentemperatur lag bei etwa 63 Grad Celsius, was bedeutet, dass diese Keule medium rare, also eher etwas blutig ist. Diese hier ist medium, das Fleisch ist also mehr rosa. Der Vorteil hierbei ist, wenn manche das Lamm lieber well done haben wollen, könnt ihr einfach etwas von den Außenseiten nehmen. Im Inneren aber bleibt es schön saftig und rosa. Die hier ist well done, das bedeutet 2 Stunden und 10 Minuten im Ofen bei einer Innentemperatur von 83 Grad Celsius. Diese Art des Garens ist in verschiedensten Kulturen populär und das Fleisch durchläuft mehrere Garstufen. Schnappt euch ein schönes Tranchiermesser. Also ein langes, scharfes Messer, schneidet dann großzügige Stücke vom Lamm ab, und zwar so. Das Außenstück wird immer etwas mehr durch sein als der Rest. Ihr könnt sehen, wie das Fleisch immer röter wird, je mehr wir abschneiden. Übrigens, ganz wichtig ist, dass ihr die Lammkeulen mindestens eine halbe Stunde lang ruhen lassen müsst. So dringt die Hitze noch nach dem Garen durch die gesamte Lammkeule. Nachdem ihr sie aus dem Ofen genommen habt, wird die Hitze in der Mitte nämlich zunehmen. Die mittlere war nur 10 Minuten länger drin, weshalb das Fleisch schon weniger rot ist. Es ist wirklich schön, das Fleisch so lange zu garen. Dadurch werden die Aromen intensiver und die Haut und das Fett knuspriger. So entsteht dann quasi ein komplett anderes Produkt.
Das Fleisch ist durch und dabei trotzdem immer noch schön saftig. Ich liebe alle drei. Im Sommer allerdings bevorzuge ich mein Lamm Medium Rare, schön blutiges Fleisch mit Spargel, Erbsen und Spinat. Well Done liebe ich ebenso sehr. Das ist perfekt mit Fenchelsamen, Koriandersamen, Thymian und Knoblauch. Ich liebe diese Kombi. Das war's. So bereitet ihr eine gebratene Lammkeule voller Geschmack zu. Wenn ihr weitere Inspiration und das Rezept für die Soße wollt, geht auf jamieoliver.com. Ich bin mir sicher, dass ihr es lieben werdet.